der Palmengarten in Frankfurt. Zum sechsten Mal war er nun Schauplatz des Frühlingsballs. Aber dass man den Blick ins Palmenhaus bei Tageslicht während des Drei-Gänge-Dinners genießen konnte, das gab es vorher noch nie. Denn der Veranstaltungszeitpunkt wurde von Februar in den April verlegt, was einem Frühlingsball auf jeden Fall gerechter wird. Also mein Eindruck bislang ist, dass es sehr gut ankommt. Wir haben eine schöne musikalische Auswahl treffen können, die, glaube ich, den Leuten sehr gut gefällt. Wir haben die Tanzfläche eröffnet, mit einem Schlag war sie voll, aber auch zwischendrin ein bisschen Jazz, sehr, sehr schöne Musik. Insgesamt haben wir 1300 Karten verkauft, ohne dass ich jetzt schon weiß, wie viel jetzt noch an der Abendkasse bei den Flaniergästen rausgegangen sind. Da habe ich noch heute verhört, gab es noch mal sehr viele telefonische Anfragen, also das könnte auch noch mal die Zahl etwas getoppt werden. Mehr Gäste als jemals zuvor fanden also den Weg in den Palmengarten, um das Tanzbein zu schwingen oder vielleicht einen der 101 Preise der Tombola zu gewinnen. Den Erlös aus der Tombola und den Spenden investiere die Stiftung in die Zukunft der einmalig historisch gewachsenen Gärten, so die Direktorin des Palmengartens Katja Heubach. Auch die Veranstaltung selbst geht neue Wege. So soll die Nachhaltigkeit des Frühlingsballs verbessert werden. Ein Großteil der Pflanzen- und Blütengestaltung wurde mit einheimischen Gewächsen und saisonalen Blühern, die zum Teil auch aus den Gärten des Palmengartens stammen, geschmückt. Außerdem wurde im Vorfeld auf einen Großteil der Printwerbung verzichtet und alle Mitteilungen für zum Beispiel Presse auf recyceltem Papier gedruckt. Die ständige Veränderung, ein Signal, dass der Frühlingsball mit der Zeit geht. Ich finde gut, dass bei solchen schon traditionellen Festen Bewegung drin ist, sodass man also auch, wenn man öfter mal teilnimmt, immer was Neues erlebt. Toll. Ob sich das durchsetzt, liegt natürlich sehr an der Gesellschaft, die hierher kommt. Aber die Tatsache, dass wieder mal alles ausverkauft ist und eine unheimlich gute Stimmung ist, die spricht ja dafür. Der Frühlingsball wartet mit einem neuen Besucherrekord auf. Einen großen Anteil daran hatte sicherlich auch der musikalische Stargast des Abends, Sängerin Cassandra Steen. Sie sang bekannte und neue Songs aus ihrem Repertoire. Das ganze Palmenhaus war für den Publikumsverkehr geöffnet, was zu der Wohlfühlatmosphäre des Abends beitrug. Ich bin bis jetzt sehr happy. Also es sind viele Leute da, alle gut angezogen. Es ist entspannt, die Musik ist zwar sehr laut, aber es ist offen, locker, entspannt, unkompliziert, schön. Den ganzen Abend wurde getanzt. Und auch Model Kim wird im Laufe des Abends nochmal das Tanzbein schwingen. Ich habe Wechselschuhe dabei und ich werde mir dann nachher meine High Heels ganz unauffällig ausziehen und dann kann ich auch kurz eine Runde tanzen gehen. Der Palmengarten erwartet eine Spendensumme von rund 40.000 Euro, die in den Gärten rund um das Palmenhaus sicherlich gut investiert sind.